Hallo, ich heiße Sonja und heute möchte ich euch meinen Lieblingsort in Alcalá de Henares vorstellen. Das ist die Universität von Alcalá. Sie befindet sich an einem der berühmtesten Plätze im Zentrum von Alcalá. Sie wurde im Jahr 1499 von Kardinal Cisneros gegründet. Hier haben sehr berühmte spanische Schriftsteller studiert, wie zum Beispiel Lope de Vega, Calderón de la Barca oder Francisco de Quevedo. Heutzutage wird der Preis von Cervantes hier vergeben. Das ist mein Lieblingsort, weil man hier sich in einem Restaurant hinsetzen kann, von wo man die schöne und große Fassade sehen kann. Wenn man Alcalá besucht, sollte man auf jeden Fall die Universität von innen besichtigen, bei der man die schönen Gärten sehen kann. In der Führung kann man auch Telefonsaal in Telefon besichtigen.